Ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir spielen Horizon Zero Dawn. Wir machen die Mission ins Grenzgebiet. Und ich treffe mich jetzt mit Erin am Sonnenpalast. Das ist auch gleich schon direkt vor den Füßen bei mir. Das ist sogar perfekt. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne, angenehme Woche. Meine war auf jeden Fall sehr entspannt. Ich verstehe nicht, warum hier so viele Wachen rumstehen, ne? So klar, Dings ist gestorben, so. Ich glaube, ich komme nicht durch, oder? Ist aber nicht Erin. Hallo, Aloy. Ich bin der tadellose Marat. Bitte komm mit mir. Es geht um eine wichtige Konsultation. Okay. Wie meinst du das? Wo ist Erin? Er ist drin, beim Sonnenkönig. Wohin wir auch unverzüglich gehen sollten. Folge mir bitte. Okay, wird gemacht. Diese Leute wollen zum Sonnenkönig? Oh, ja, die da oben sind. Alle wollen ihn um etwas bitten. Unschön, aber das ist Politik. Der Sonnenkönig will dich unbedingt sehen. Die Maschinenreiterin mit dem guten Auge. Es ist so faszinierend. Ich will niemanden faszinieren. Zu spät. Erst kriegen Osseram Sonderrechte und jetzt Fremde aus dem wilden Sonnenkönig. Alter, das sind echt viele Leute, ne? Eine Fremde ist vor mir dran. Inakzeptabel. Ja, ich bin vor dir dran, das ist richtig. Ich bin aber auch. Ja, die Nora drängelt sich vor, da hast du recht. Aber ich bin natürlich auch eine höhere Person als du. Adlige sind wie Kinder, die quengeln, wenn sie keinen Nachtisch mehr bekommen. Ja, moin, Digga. Wie ist der Sonnenkönig so? Wichtig ist, wie er nicht ist. Wie sein Vater. Ich glaube, du wirst ihn ganz vernünftig finden. Ich bin letztendlich sogar mal gespannt, wie lange ich eigentlich jetzt noch für die Mission brauche. Oh mein Gott, da liegt was neben dem, was ich aufsammeln kann. Aloy von den Nora. Seherin des Verborgenen. Richtig. Willkommen. Oh, moin. Du hast mir einen großen Dienst erwiesen. Das kann sein. Errant. Berichte bitte. Ich war an Ersas Grab. Es stimmt, Aloy. Die Leiche hat keine Narbe am rechten Knie. Ich fügte sie Ersa als Kind zu, im Streit um ein Spielzeug. Wenn es nicht Ersas Leiche ist, kann es sein, dass sie noch am Leben ist. Und ich lasse sie nicht im Stich. Wir wissen nur, dass sie weg ist, nicht wer es war. Da kann ich helfen. Ersa hat einen Feind unter den Osseram. Einen Kriegsherrn namens Derwa. Unmöglich. Freiung, er muss längst tot sein. Nun, er hat ein Motiv und ist klug genug, um Ersa in so eine Falle zu locken. Er treibt sich bestimmt irgendwo an der Grenze herum. Ich habe schon einen Agenten losgeschickt. Er wartet auf Anweisungen von uns. Auf dem Marktplatz in Scheuer. Wenn ich Truppen an die Grenze schicke, provoziert das die Osseram. Vielleicht ein paar Gardesoldaten. Und noch eine außergewöhnlich talentierte Nora. Sehr gern, sehr gern. Errant, Marat, lasst mich das mit ihr allein besprechen. Mein Gott. Ich hasse es, dir noch etwas aufzubürden, doch diese Angelegenheit ist wichtig für mich. Ihr und Ersa. Ersa scheint euch sehr viel zu bedeuten. Ohne ihre Osseram-Garde hätte ich Meridian niemals befreien und meinen brutalen Vater stürzen können. Krass. Seitdem ist es schwierig, den Frieden zwischen unseren Stämmen zu halten, aber Ersa schafft es, ihr Volk davon zu überzeugen. Du siehst, ich brauche sie hier, an meiner Seite. Und das schnell. Derwa. Und wer genau ist Derwa? Um Derwa zu verstehen, musst du meinen Vater verstehen. Er hielt sich wirklich für einen Sonnengott. Sein Geist war verwirrt. Er hielt Blutopfer für die Lösung von, tja, einfach allem. Mhm. Er suchte sich Opfer bei anderen Stämmen, besonders bei den Osseram. Derwald schlug zurück. Er baute starke Waffen und rüstete sein Volk. Mein Vater reagierte mit furchtbarer Grausamkeit. Er entführte Derwalds Frau und Tochter und opferte sie im Sonnenring. Okay, das ist krass. Ich habe eine Frage zum Sonnenreich und zu eurer Politik. Bitte sehr. Und
der Sonnenkönig werden. Man nennt euch einen Sonnengott, der seinen Vater erschlug, um den Stämmen Frieden zu bringen. Stimmt das denn? Es heißt, du siehst das Unsichtbare, teilst fliegende Pfeile in zwei Hälften und kannst Maschinen zähmen. Wie viel stimmt denn davon? Es kommt schon so hin. Alles. Tja, ich möchte den Stämmen gern Frieden bringen, aber du hast die vielen Bittsteller ja gesehen. Vielleicht nächste Woche. Recht nett habt ihr es hier. Man sieht beinahe die kleinen Leute unten am Berg. Es gefällt dir nicht? Dann kann ich dir sagen, mir auch nicht. Ja. Man muss Geduld haben. Die Veränderung braucht ihre Zeit. Aber wird sie je kommen, wenn man im Palästen lebt? Vielleicht. Irgendwann. Wenn Leute wie du mich dabei unterstützen. Kaja und Osram. Eure Politik erscheint sehr kompliziert. Die Osram sind Freund und Feind zugleich? Ich hätte Meridian nicht befreien können ohne die Hilfe von Ersa und ihren Freibeutern. Viele von ihnen leben jetzt hier. Ja, doch die Präfekten der Osram-Klane im Anrecht neiden ihnen jetzt ihre Erfolge. Wie auch viele Kaja-Adlige. Tja, es ist eine heikle Situation. Insbesondere, weil mein Vater die Osram jahrelang beraubt hat. Ersa hält den Frieden. Sie verspricht, dass alle profitieren können. Doch manche, wie Derval, nähren immer weiter ihren Hass. Da ist noch eine. Die Schattenkaja. Was wisst ihr über diese Schattenkaja? Was haben sie mit Ersa zu tun? Es sind Anhänger von Vaters Regime. Sie harren in der Festung Sonnenfall aus, im Westen. Wie ihm geht es ihnen nur um die Herrschaft. Sie vergießen Blut im Namen der Sonne, um aus ihr Kraft zu schöpfen. Ersa ist ihre Feindin, also hielt man sie sofort für die Schuldigen. Derval war das klar. Das war sein Plan. Okay, so, zurück. Dann habe ich hier, warum Ersa entführen. Wieso nimmt Derval so viel auf sich, um Ersa zu entführen? Er fühlte sich betrogen. Sie kämpfte an seiner Seite, bis sie begriff, dass er Meridian komplett auslöschen wollte. Okay. Da kam sie zu mir. Wir konnten ihn stoppen und befreiten die Stadt von meinem Vater. Seit diesem Tag versucht Derval, sich dafür zu rächen. Und tut das meist an Osram, die mit uns kämpften. Er hat sich so viele mächtige Feinde gemacht, dass ich ihn längst für tot hielt. Ich lag falsch. Und Derval scheint also sein Vater zu sein. Ich weiß. Nun, Könige sollten niemals betteln. Aber bitte, suche nach Ersa. Wer sagt das? Marat zum Beispiel. Wende dich jederzeit an ihn oder Erend, wenn du noch Fragen hast. Okay. Zu wen soll ich? Wahrscheinlich zu Erend jetzt, ne? Soll ich die aufsammeln? Nee, hä? Ah, jetzt hier. Ah, nee, ich muss sogar direkt nach Scheuerfels. Wie ist das eigentlich? Kann man hier, obwohl ich kranke Sachen zähme? Oder kriege ich das hier noch gar nicht raus? Ich glaube nicht, ne? Ne, scheint nicht so. Das heißt, ich kriege das nach einer Zeit erst alles noch zu. So, das ist wo in der Nähe? Ich könnte da eine Schnellreise hinmachen. Guck mal, was ist besser für den Weg? Hier eigentlich, oder? Wenn ich hier lang gehe, kann ich hier lang. Verdorbene Stecker, welche Mission ist denn das? 15, aber warum ist das denn 32? Ja, dann gehe ich auch. Oh, das ist schwierig, ne? Dann gehe ich aber dahin. Ich habe mir noch 5 Schnellreise
Pakete. Was mich gerade auch sehr geschockt hat, dass er Ehren meinte, dass er Ersa damals eine Narbe hinzugefügt hat, weil sie sich um ein Spielzeug gestritten haben. Auch einmal geil, Digga. Das ist das tatsächlich, was mich ein bisschen nervt. Die Ladebilder sind immer so lange. Das finde ich sehr schade. Aber sonst macht das Game richtig Bock, ne? Ich frage mich auch tatsächlich, wann wir vorbei sind. Also wann das durch ist. Weil das ist halt mittlerweile schon der 13. Part von Horizon Zero Dawn. Was auch sehr heftig ist. Das da hinten sieht eben nicht aus wie Truppen von Meridian oder so. Sondern, nehme ich für unterwegs mit. Ja, sag ich ja. Banditen. Ich könnte sie killen für die EP, aber ich lasse es. Wäre doch schlauer gewesen. Ah, nee, doch nicht. Okay, ich gehe doch den Weg lang, den ich gedacht habe. Müssen wir die Pfeile herstellen? Wie findet ihr das Game nicht bis jetzt? Weil mir macht es halt sehr Spaß. Und ja. Bin natürlich auch noch sehr interessiert, was weiter danach kommt. Lagerfeuer entdeckt? Wo? Ach, gerade durch, wenn ich hier gleich durchlaufe, kommt das. Vor denen habe ich gerade ein bisschen Respekt. Krokodile oder was? Nee. Die sind 25. 11 Stufen über mir. Ich weiß nicht, ist der böse? Hat er einen bestimmten Weg, den er läuft? Nee, hat er nicht. Das heißt, er läuft gerade einfach irgendwie. Oh, das sind sogar zwei. Langbein. Nein, du drehst so. Oh mein Gott, ich dachte gerade, der dreht um. Komme ich irgendwie bei einem Berg, um die, um die zu laufen? Oder geht das nur, dass ich an den vorbeilaufen muss? Und die werden jetzt sowieso durchs Wasser gegangen. Oh mein Gott, das ist natürlich doof, Digga. Ah, hier kann ich runter, perfekt. Dann sehe ich direkt hier blaues Licht. Der Fluss geht in die andere Richtung, das heißt, ich müsste gegen den Strom schwimmen. Stürmer. Bei denen weiß ich gar nicht, kann ich die zähmen? Ich kann die zähmen. Schnell. Nee, du siehst mir nicht. Okay, perfekt, hat er wirklich nicht. Besser ist er. Das sah nämlich sehr aus wie so ein Säbelzahn. Ein Grasskrokodil. Deshalb muss ich sagen, ich habe das Game ja auch schon mal gezockt damals, aber ich war tatsächlich nicht so weit, wie ich jetzt bin. Sie angegriffen hast. Also, ich habe auf einmal angegriffen.
Aber krass, ist das Ding gerade mitgekämpft, das ist cool. Das feiere ich gerade. Ah, hier sind auch wieder Stürme. Ja, gleich sind wir da, ne? Denn... Ist er nett? Ja, ist er. Hätte mich, glaube ich, schon angegriffen. So, da kommt er wahrscheinlich nicht rein, deswegen gehe ich jetzt ab jetzt schon mal zu Fuß, aber ich wäre vielleicht den Bergstein hochgekommen. Auch wenn ich schätze, dass er ab hier gar nicht mehr weitergekommen wäre. Ja, okay, ich wäre den Berg, glaube ich, auch nicht schneller mit ihm hochgekommen. Das hier muss Scheuerfeld sein. So, ja. Narats Agent sollte inzwischen am Marktplatz angekommen sein. Hm? Nee. Achso, doch hier. Ich habe zwei kräftige Osserab-Hände und weiß, wie ich sie einsetzen kann. Ich werde immer. Marats Agent ist nicht hier, aber er hatte doch wirklich genug Zeit. Wir sollten ihn suchen. Richtig. Marats Agent ist nicht da. Das ist eine ganz. Ich dachte gerade, das wäre eine Spur. Hier. Tja, hier ist vor kurzem jemand aufgebrochen und er hatte es eilig. Okay. Hier ist es auch wieder. Ach, hier geht die Spur lang. Das ist Marats Agent. Derwalds Schläger haben ihn entdeckt. Vielleicht, weil er zu viel wusste. Sieh mal hier. Er zeichnete etwas mit seinem Blut. Gut, das ist eine Karte, der wir folgen sollten. Das ist wohl Scheuerfels. Ein Punkt im Norden ist markiert. Vielleicht der Waldstandort. Meine Männer warten vor der Stadt. Es könnte sein. Ich komme mit ihnen nach. Es könnte sein, dass es der Waldstandort ist. Ich suche die. Okay, habe ich schon. Wo muss ich jetzt hin? Ihr rennt. Ein bisschen schneller. Komme ich hier? Wir machen jetzt auch mal Jump'n'Run zwischendurch, Alter, guck mal. Die Frage ist, ob ich jetzt easy wieder runterkomme. Weil jetzt bin ich schon sehr weit oben. Das sieht böse aus. Säbelzahntiger, ne? Verwüster, ja, okay, dann halt das. Und Langbein. Okay, Langbein ist Level 13, der ist Level 20. Nein, fuck. Das ist der. Ich hab eigentlich gedacht, ich wäre hier in Sicherheit oben. Ja, ich versuche mal mit der Geschirr zu rennen. Weil wenn die mich nicht mehr sehen, können die mich auch nicht mehr angreifen, ne? Das Lagerfeuer würde ich halt schon gerne mitnehmen. Um es schnell zu speichern. Weil tatsächlich ist das Spiel in einem Tag sogar abgestürzt, wo ich, den letzten Part aufgenommen. Da ist es dann so passiert, dass das Game beenden wollte sowieso. Und dann ist das Spiel abgeschmiert. Also sehr spontan, aber auch gut, weil ich es sowieso zumachen wollte. Ich muss hier rüberspringen, wie es aussieht. Boah, ich hätte da rüberlaufen können, aber war immer nur zu doof, um rüber zu laufen. Macht denn die Musik noch, Digga? Warum macht es? Okay, sollte da sein. Wir sind gerade sogar am Fight, oder?
angekettet. Derwal ist ein Bastler. Vielleicht experimentiert er oder er braucht ihre Teile. Vielleicht kann ich sie uns zunutze machen. Ich werde vorgehen. Bleib zurück, bis der Kampf beginnt. Okay, wir rücken nach. Was soll ich denn jetzt machen? Und die Maschinen? Oh, es ist halt... Ja, ich weiß nicht, ob ich den one-shotten würde, aber ich glaube, der wird mich sehen, wenn ich zu nah an ihn drankomme, ne? Nur über den Verwüstern ist, kann die nicht sehen. Das ist auch noch ein Langbein, das heißt, es bringt mir sowieso alles nicht. Ich würde halt versuchen, das am Anfang leise zu machen. Problem ist nur, wenn ich komme ja nicht durch. Deswegen. Das ging schnell. Okay, die hab ich im Auge. Ja, Treffer. Problem ist, ich habe nichts zu mir. Das ist gerade ultra Problem. Hier ist, glaube ich, auch nichts. Ne, hier ist echt nichts. Alter, das war so close. Oh mein Gott. Ich war doch gar nicht im Radius drin. Ja, egal, der ist halt auch Level 20, ne? Der ist halt auch nochmal Level 20, also da kann ich nicht wirklich großartig viel machen. Mit Level 14, ist halt 6 Stufen über mir, ne? Schwierig. Das Problem ist, ich kann, glaube ich, Notizen, Maschinen, also da ist auf jeden Fall Langbein ist gesperrt. Und Verwüstet ist halt auch gesperrt. Kann ich beides nicht sehen? Scheiße. Der Wald, Leute. Jetzt geht's los. Eindringlinge! Ich sehe nicht. Egal, komm, random Shot. Nee. Nee, du triffst mich nicht. Doch, er hat mich getroffen.
Alter! Junge, der ist so stark, Alter. Verdammt, Mann. Doch. Ich hab schon wieder 30 Schüsse verballert, Junge. Daran merkt man, wie viel Leben der nicht hat. Plötzlich steht er. Schon wieder 30 Schüsse verballert. Junge, wie schnell geht das? Das ist crazy. Okay, doch, den kann ich gerade kritischen Treffern zufügen. Okay, ist down. Ich bin der Meinung, dass ich bei dem Verwüster... Ich sollte ihn vielleicht auch plündern. ...seine Waffe nehmen konnte. Ja, guck mal, Verwüster genommen. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass mich gerade eine scheiß Waffe geblockt hat. Ey, man verballert die Scheißdinger so schnell, ne? Ah, ich kann die Waffe nicht mehr aussammeln. Schade. Das ist ja auch immer so, dass stehen bleibt, ne? Das waren die ganzen Kopfschüsse mit 31 Damage. Ich würde ihn halt gerade schon killen, aber ich habe halt nur noch... Ist doch nirgendwo was zum Heal, ne? Das ist Mobbing, Junge. So, da war nochmal ein Trank drin. So, erster. Er sagt, erster muss irgendwo hier sein, woher wir das wissen. Ja.
Kerbal sagt, er soll Dreck fressen. Moin, auf dem man sieht sie da nicht, oder? Okay, das war's mit dem Schleichen. Jetzt muss ich sagen, jetzt hätte ich gerade schon gerne Joppe von dem. Alter! Oh mein Gott, war das close. Nein, 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 nein. Wie willst du das erzählen? Wie willst du das erzählen, Junge? Scheiße! Ich hab kaum noch Leben. Und er hat ein Biest befreit. Was ist das aber für ein Tier? Langbein? Ah ne, Verwüster natürlich sogar. Fing halt eigentlich nur auf meine R1 reinballern. Dann wegrennen. Aber er ist halt. Er steht halt so beschissen, ne? Oh mein Gott. Beim hier runter kann ich jetzt auch nicht, weil da der typische ist. Ach, Digga. Was war das? Problem ist nur, ich weiß nicht, wie lange ich gerade aufnehme. Damit schützen sie sich wahrscheinlich vor diesen schrecklichen Tönen. Höh. Ja, Schallbarriere deaktiviert, ne? Es geht ganz schön schnell. Ernst? Derweil wollte mich brechen. Ein netter Versuch. Hey, ich hätte bei dir sein sollen. Warum hast du nichts gesagt? Ich weiß, ich trinke zu viel, aber... Nein, du Idiot. Derweil schickte eine Nachricht. Er wollte mit mir verhandeln. Ich nahm dich nicht mit, weil das ganz klar eine Falle war. Dir sollte nichts passieren. Aber die Falle war leider zu gut. Hätte ich nicht gedacht.
Hör zu. Derval plant etwas Großes in Meridian. Er sagt, Avad wird erleben, wie Rauch seine Sonne verdunkelt. Dein König braucht dich. Keine Kindereien mehr. Du musst jetzt schnell erwachsen werden. Okay. Besprochen. Und wehe, wenn nicht, kleiner Bruder. Nein. Ersa. Nein, nein. Bitte. Digga, wie dumm ist das denn jetzt, Digga? Ich täusche dich nicht. Versprochen. Erend, es tut mir leid. Wir müssen Derval finden. Aber Meridian ist groß. Ich gehe hier alles durch. Vielleicht gibt es einen Hinweis. Das gucke ich diese Vorratskiste durch. So. Was für ein seltsames Gerät. Wunderschön gearbeitet. Aufnahmegerät? Okay. Was wohl passiert, wenn ich es einschalte? Ein Schallgerät, hier ist... Diese Maschine wurde akribisch auseinandergebaut. Teile. Was hat der Wal durch seine Basteleien gelernt? Will ich das überhaupt wissen? Wahrscheinlich nicht, ne? Da habe ich noch was gesehen. Derwals Aufzeichnung? Die haben wohl ein Ärger Tagebuch liegen. Über seine Basteleien. Und da steckt ein Brief zwischen den Seiten. Viel Lohe auf dem Weg nach Meridian. Wenn wir die finden, finden wir bestimmt auch der Wal. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Gehen wir zurück zum Palast. Geh. Ich bleibe nicht lang. Ich muss mich noch um meine Schwester kümmern. Hauptquest abgeschlossen ins Grenzgebiet. So, jetzt gucken wir nach der Mission. Die Sonne soll sinken. Ja, dann machen wir da eine Schnellreise hin. Aber ich würde auch sagen, ich beende jetzt diesen Part an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Part gefallen. Wenn ja, lasst gern einen Daumen nach oben da. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne diesen Kanal. Und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, aktiviert auch gerne die Glocke. Es ist nur ein kleiner Hinweis, dann werdet ihr nämlich benachrichtigt, wenn ein neues Video online kommt. Das ist aber von Montag bis Freitag jedes Mal 15 Uhr. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.